Ihr Lieben, heute drehe ich mal nicht in der Tonhalle, sondern in der FH Düsseldorf, bei den Architekten. Warum und was das mit Musik und meinem heutigen Gast Daniel Reisken zu tun hat, das erzählt er euch am besten einfach mal selbst. Man behauptet öfter, dass Architektur nichts anderes sei als Musik in Stein oder Holz. Und deshalb scheint es ja sehr passend. Heute lade ich ihn ein, mit uns zusammen den Sinfonie von Sibelius Nummer 1 zu entdecken in einer Architekturwerkstatt. Hier habe ich einiges auf Deutsch geschrieben, aber weiter finden Sie auch etwas auf Englisch und Russisch. Meine Muttersprache, hier steht Klarinette, ja, nicht zu leiser, Improvisation, Fantasie, auf einer Atem, das sind ja halt die Ideen, die man hat. Ja, was ist denn Partitur? Das ist ein Puzzle, ein Rebus, ein Sudoku, den muss man entziffern. Ja, bevor es zu klingenden Tönen wird, muss man ja halt verstehen, welche Intentionen Komponist hat bei Niederschreiben. Und natürlich arbeitet man an Klavier, aber mittlerweile mit Erfahrung entwickelt man auch ein inneres Gehör sozusagen und kann man für sich Sachen singen. Wenn ich erst zum Beispiel eine Instrumentengruppe mit Blau markiere und die andere mit Rot und dann kommt wieder Blau, Rot oder Gelb, dann fällt es auf und das ist auch so Signalen für meine Aufmerksamkeit, vor allem während Proben, um eine entsprechende Registergruppe auch zeitlich fortzuwarnen und vorbereiten zum Einsatz. An manchen Stellen im vierten Satz habe ich mich so niedergeschrieben, das klingt nach finnischer Romeo und Julia. Aber nicht so sehr an Shakespeare denken, aber an Romeo und Julia von Tschaikowski. Nur habe ich daneben zwei ganz klassische finnische Namen geschrieben, so die so mit dem finnischen Epos Kalevala zu tun haben. So, dass es ja irgendwie Kimmo ja Satu klingt und nicht Romeo und Julia. Ein zweites Thema vom letzten Satz. Die bekommt hier einen ganz, ganz epischen und ganz märchenhaften Charakter. Das ist hier, wo man sieht ja auch, dass die zwei Ströme, einer geht nach oben, ein geht nach unten in Streiche, dann beginnt Harfe mit dieser unglaublich schönen Figuration. Alle Streiche außer Kontrabässe spielen das gleiche Motiv. Das wächst, das wächst, das wächst. Und später entsteht ein ganz, ganz dramatischer Höhepunkt hier, wo alles noch weiter gedehnt wird. Also es wird noch sogenannte Pühl-Argument, also noch breiter und noch breiter und verschiedene Rhythmen stoßen aufeinander, als ob die vier, fünf aufgeregte Leute verschiedene Sachen gleichzeitig sagen, aber wirklich gleichzeitig.